Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sprintercamper. Ich bin Mike und heiße euch ganz herzlich willkommen auf dem Video Nummer 5 mit dem Thema Reparatur des Armaturenbretts und dem Beginn der Entkernung des Koffers. Wie ihr euch erinnert, war ja im Armaturenbrett ein relativ großes Loch gewesen für die Kabeldurchführung für die Schaltereinheit des Blaulichts. Das muss natürlich einerseits repariert werden und soll wieder schön aussehen. Und zum anderen soll ja der Innenausbau des Koffers langsam mal beginnen. Und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Also viel Spaß dabei. Eben gerade komme ich von Mercedes zurück. War bei der ganz normalen Niederlassung gewesen. Habe mir ein paar Teile vor ein paar Tagen bestellt und eben gerade abgeholt. Da wäre zum einen das Oberteil vom Armaturenbrett. Diese ganz große Blende, wo das ganz große Loch drin war. Dann haben wir die Abdeckung, die Haube für das Tacho-Instrument. Die Abdeckung für die Mittelkonsole, wo die ganzen vielen kleinen Löcher drin waren für das Funkgerät. Und wir haben auch die vordere Blende für das Tacho-Instrument. Da war ja auch hier vorne an der Ecke so ein kleines Loch drin gewesen. Das kommt dann auch mit neu. So, dann packe ich den Rest mal gerade noch aus. Und dann können wir auch schon mit dem Einbau beginnen. So, die Freude ist riesengroß. Ich habe das Mittelteil ausgepackt und siehe da, es kommt komplett mit Lüftungsdüsen und Lautsprecherabdeckung. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Die Freude ist umso größer, weil das Teil halt wirklich herausnehmbar ist und bei meinem alten Armaturenbrett hier schon einige Risse hat. Umso größer ist die Freude, dass es hier ein komplett neues Bauteil gibt. Hervorragend! Bei der Gelegenheit, wenn ich das obere Teil des Armaturenbretts ausbaue, möchte ich natürlich auch, dass der Bildschirm von der Rückfahrkamera an dieser Stelle verschwindet. Ich möchte schließlich später keine neuen Löcher mehr haben, um ihn wieder erneut festzuschrauben. Dann wäre das Ganze ja nur halb sinnvoll gewesen. Ich habe ein anderes System gefunden, welches mir die Signale der Rückfahrkamera in den Rückspiegel projizieren wird am Ende. Und ich glaube, das ist die elegantere und schönere Lösung an der Stelle. So, ich habe jetzt beinahe alles ausgebaut. Der mittlere Teil vom Armaturenbrett fehlt. Auch die Haube über dem Tacho-Instrument ist ausgebaut. Auch die vordere Blende, alles weg. Was noch fehlt, ist diese Mittelkonsole da. Die mache ich aber gleich noch. Ich glaube, das kann ich nämlich unabhängig voneinander tauschen. Das heißt, jetzt nur noch Kabel raus und dann kann der Zusammenbau beginnen. Ja, beim Einbau der neuen Mittelkonsole ist mir etwas aufgefallen, was etwas umständlich ist. Ich habe hier mal die alte Steckdose ausgebaut. Geht leider nicht ganz schadlos, weil die an der Seite solche komischen Klammern da hat. Sieht man die? Ja, ich glaube schon. Die müssten normalerweise sich zusammendrücken und dann da einrasten. Allerdings ist die Steckdose natürlich schon zusammengeschoben, zusammengesteckt und die Krampen geben leider nicht mehr nach. Deswegen musste ich mir von Mercedes eine komplett neue holen, die noch so ein bisschen auseinandergezogen ist. Dort können die seitlichen Klammern hier noch gedrückt werden und noch einrasten. Also nur wegen dieser neuen Blende musste ich leider eigentlich auch noch eine ansonsten funktionstüchtige Steckdose ersetzen. Ein bisschen dämlich, aber ja, ist jetzt halt leider so. Ja, dann kann ich euch mal das fertige Armaturenbrett zeigen. Sieht wieder makellos aus, wie neu. Logisch, sind ja auch einige Neuteile reingekommen. Einfach wunderbar. Ab sofort habe ich sogar wieder so einen Klemmhalter für Stift und Schreibblock. Die vorhin schon mal gezeigte neue Steckdose. Ja, hier fehlen mir noch zwei Blenden. Die sind beim Ausbauen aus der alten Mittelkonsole leider kaputt gegangen. Ja, ein neues Radio habe ich auch. Ich hatte ja vorher ein Sony-Radio drin gehabt, welches die Angewohnheit hatte, immer beim Abziehen des Schlüssels ekelhafte Piepgeräusche von sich zu geben, wo so eine Art Diebstahlwarnung, damit man das Bedienteil abbaut, wenn man das Fahrzeug verlässt. Ich habe jetzt umgerüstet auf das Audio 10 CD von Mercedes. Ist schon etwas älteres, aber durchaus zeitgenössisches Radio für ein solches Fahrzeug. Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Dann können wir ja auch schon hinten direkt weitermachen. Das heißt, ich zeige euch den Ausbau der Küchenelemente, zumindest der Teile, die ich nicht mehr brauche, beziehungsweise auch der Deckenverkleidung, der hinteren Schränke in den Ecken. Ja, schaut es euch einfach an. Bis später. Ja, starten möchte ich mit dem Ausbau des Seifenspenders und des Handtuchhalterspenders. Das habe ich auch schon erledigt. Die Teile liegen hier schon mal an der Seite platziert, waren hier oben an der Wand. Im nächsten Schritt sollen diese Schubläden in der Breite gekürzt da drüben eingebaut werden
Und diese Klappe vom Sanitätersitz soll verschwinden, denn an diese Stelle soll ja mal der Backofen platziert werden. Wir sind einen Schritt weiter. Die Klappe vom Sanitätersitz ist draußen und gibt damit den Platz für den Backofen frei. Des Weiteren ist der Apothekerschrank ausbaufertig. Ich habe hier oben das Scharnier gelöst, die vier Schrauben, auch die vier Schrauben da unten. Genau, so sieht das dann aus. Wir haben dann hier Platz. Wenn ich hier vorne den Kühlschrank einbauen möchte, kann er bis hier hinten hineinragen. Und unten drunter, wie gesagt, den Frischwasser- und Grauwassertank installieren. Dazu muss an die Außenwand später eine Luke gebaut werden, damit man die beiden Tanks auch von außen ja mal reinigen kann bzw. entnehmen kann. Kommt dann aber in einem der anderen Videos. Ebenso sind auch die Schubläden ausgebaut, liegen schon hier drüben, bereit für den Einbau in die Luke. Habe allerdings festgestellt, dass die Schubläden selbst aus Kunststoff sind und sich in der Breite nicht einfach so verarbeiten lassen oder umarbeiten lassen. Ich werde mir also neue Schubläden aus Holz bauen müssen, die die Blenden von der Küche bekommen werden, damit das Ganze dann auch sich schön formschön einpassen lässt. Dann geht schon mal die Entkernung weiter. Ich habe hier oben die Lampen entfernt, die hier oben lang gelaufen in den Ecken. Sind nur mit so einem Gummiprofil befestigt, eingeklemmt. Wenn man das Gummiprofil rauszieht, kann man auch diese Plexiglasscheibe entfernen und dann kommt man zumindest an die näheren Röhren heran, an die Beleuchtung. Sieht aber auch, dass die Hohlräume hier oben dazu benutzt werden, um Leitungen verlegen zu können. Kann ich natürlich später auch wieder hervorragend für mein Projekt nutzen. Des Weiteren habe ich das Deckenpanel entfernt. Dazu müssen hier an den Stellen die Schrauben gelöst werden, die hier oben in der Decke eingedreht waren. Dann kann man das ganze Panel entfernen. Da werden ja die Sauerstoffflaschen angeschlossen oder auch das EKG zum Beispiel angeschlossen. Dann sieht man auch schön diesen XPS-Schaum, den ich mal erwähnt habe, als Deckendämmung. Ich habe natürlich jetzt ein hässliches Loch in meiner Decke und werde von daher mir auch Gedanken zur Deckenverkleidung machen müssen. Am nächsten Schritt kommt dann dieser Haltegriff weg. Ich brauche ihn ja nicht mehr. Ebenso wie hier vorne die Schaltereinheit für den Edelstahl-Hubtisch, der ja in der Höhe und der Neigung verstellbar war, kommt auch weg. Alle Kabel sind nun entfernt. Das erkennt man auch hier ganz gut. Das silbrig glänzende ist schon meine Aluminium-Außenhaut. Also wenn ich die etwas drücke, dann kann ich schon meine Außenhaut bewegen. Das heißt, ich habe hier eigentlich überhaupt gar keine Dämmung drin. Nur diese, jetzt messe ich mal gerade nach, nur eben hier dieser 25 mm XPS-Schaum ist meine eigentliche Wärmedämmung. Das heißt, ich muss hier diese Hohlräume hier oben drin mit XPS-Schaum ausfüllen. Auch hier drüben lang und auch hier logischerweise fehlt hier alles. Die Öffnung an sich, von der Seite bis hier rüber, ist annähernd fast 40 cm breit, 38 oder so. Kann ich also von daher hervorragend für den Einbau der Dachluke benutzen. Hier im vorderen Bereich, hinten zur Hecktür hin, werde ich, wie gesagt, Wärmedämmung wieder auffüllen und die Decke wieder verkleiden und schon habe ich relativ easy im nächsten Schritt wahrscheinlich schon die Dachluke eingebaut und die Wärmedämmung wieder hergestellt. Wie ihr richtig festgestellt habt, sind wir mit der Phase des Ausbauens und Auseinandernehmens somit am Ende und es hat bereits die Phase des Aufbaus, Wiederaufbaus und Schönerwerdens begonnen. Und das soll auch im nächsten Video, dem Video Nummer 6, natürlich fortgeführt werden. Denn darum geht es dann um das Thema Einbau der Dachluken und dann folgen auch schon bald das Einbauen der Seitenfenster und der Serviceklappe an der Seite, um die Wassertanks entnehmen zu können. Ihr erinnert euch. Von daher, schaut gerne wieder rein, abonniert meinen Kanal,
Wenn ihr gerne mehr sehen wollt und die nächste Folge nicht verpassen wollt, denn im Video 6 sollte schon recht bald folgen, sofern es die Witterung zulässt, dass wir, ja mittlerweile jetzt schon Anfang Oktober, die Temperaturen es zulassen, dass wir mit Sika Flex die Dachhauben einkleben können und dann auch hinterher eine ja, dichte Verbindung hinbekommen. Nehmt es mir also bitte nicht übel, wenn es vielleicht jetzt ein paar Tage länger dauert, bis das nächste Video kommt. Ich bin jetzt echt noch ein bisschen auf die Witterung angewiesen. Erst wenn diese Fenster eben eingebaut sind, kann ich wirklich mit dem Innenausbau beginnen. Da bin ich ja auch ein bisschen unabhängiger von der Witterung. Dann sollte das weniger problematisch sein. Ja, also wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Schaut rein bei Facebook. Da. Ja. Schaut rein bei Facebook und da erfahrt ihr wie immer schon ein bisschen früher den aktuellen Stand der Dinge, bis eben wieder ein Video fertig geschnitten ist. Von daher, wir sehen uns, bis bald und tschüss!